بس التفكر والتدبر. بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى هدسهم قرآن أفيد دستو عندي آيات الله سبحانه وتعالى دينكس دستو عندي شبفونك دينكس دستو دي جدانكن مخست والتدبر تدبر بدوت دستو دس فش تيست und weil du es verstehst, dann bewirkt das dich anders. Das ist genau eine Person spricht eine Sprache und macht sich keine Gedanken, was die Buchstaben sind und richtig bedeuten. Da weiß man eher. Aber eine andere Person weiß genau, was diese Buchstaben und die Wörter bedeuten und wie man die benutzt. Und wenn man die benutzt, dann hat das eine andere Wirkung. Und das ist genau Tafakkur und Tadabbur. Tafakkur zum Beispiel, du sagst, Allah hat diesen Himmel erschaffen, Allah hat die Erde erschaffen. Du machst dir Gedanken und du wirst Einsicht bekommen. Und du bekommst die Einsicht, wenn du Wissen hast. Und wenn du dann verstehst, dann hast du hier Tadabbur. Wallahu ta'ala ala wa alam.